Aber für jemand, der den Bahnhof gut kannte, war er geradezu mit Zeit gefüllt. Nicht nur wegen der Narben und seiner Geschichte, sondern mit Zeit, die man überall um einen herum spüren konnte. Als hätten die vielen Menschen, die gekommen und gegangen waren, etwas Reales zurückgelassen. Hätten ihre Zeit verschwendet wie Geld. Hinter dem heutigen Türchen befindet sich eine magische Liebesgeschichte, so steht es hinten drauf. Sie spielt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise kurz vorher in Amerika, in New York, meiner Lieblingsstadt. Und ich glaube, viele werden jetzt schon ahnen, dass es um Mit dir für alle Zeit geht von Lisa Grunwald. Mich hat zuallererst, da muss ich ehrlich sein, das wunderschöne Cover angesprochen, was ich richtig atmosphärisch finde. Und dann hat mich auch die Geschichte von Frank und Nora in ihren Bann gezogen. Nora erscheint Frank nämlich im Grand Central Terminal, wo er arbeitet, eines Morgens, glaube ich. Und ja, die beiden verbringen Zeit miteinander und er verliebt sich direkt, nicht direkt, aber über mehrere Zeiten dann in Nora. Und auf jeden Fall ist er absolut fasziniert von dieser wunderschönen Frau, die aber auch irgendwie etwas altertümlich gekleidet ist. Nicht sehr altertümlich, nicht mittelalterlich, sondern eben ja nicht hundertprozentig der Zeit entsprechend. Und ja, er findet dann raus, dass Nora eigentlich schon vor einigen Jahren verstorben ist. Und quasi ein Geist ist, der ihm jedes Jahr erscheint. Warum genau jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit, wird in dem Buch geklärt. Aber auch, ja, die Liebesgeschichte von Nora und Joe, habe ich am Anfang Frank gesagt, es ist Nora und Joe. Die Liebesgeschichte war so schön. Mir hat sie sehr gut gefallen. Die ganze Thematik der Geschichte rund um den Zweiten Weltkrieg, eben genau an diesem Grand Central Terminal, wird eben beleuchtet. Es geht auch um Joes Familie. Und auch was mit Noras Familie passiert ist, aber im Zentrum stehen auf jeden Fall die beiden und vor allen Dingen auch der Bahnhof, der ist eigentlich der dritte Protagonist in diesem Buch. Es ist eine langsam erzählte Liebesgeschichte, die mir aber zumindest sehr ins Herz gegangen ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich New York liebe, dass ich mir die Szenen im Grand Central Terminal wahnsinnig gut vorstellen konnte, dass ich mir Nora immer mit diesem wunderschönen Kleid vorgestellt habe. Welche Probleme auftauchen und wie sie dann auch mal etwas länger Zeit miteinander verbringen, das müsst ihr alles selber lesen. Mir hat es gut gefallen, wenn euch die Laune nach so einer etwas anderen, besonderen, mit eben Mystik angehauchten Liebesgeschichte ist. Es ist kein Fantasy, aber eben dieser Part, dass Nora quasi ein Geist ist, ist natürlich ein fantastisches Element. Wenn euch das anspricht, dann schaut euch das Buch an. Für mich war es ein Highlight. Es ist hier geblieben, weil es wunderschön ist und eine sehr schöne Liebesgeschichte beinhaltet.